Tang Margaret. Als gefragteste Sprachregisseurin der Stadt ist Margaret dafür bekannt, das Letzte und manchmal auch Tränen aus ihren Schauspielern herauszukitzeln. Momentan arbeitet sie in Hollywood an mehreren vielversprechenden Titeln, darunter die animierten Abenteuer von Schreckschnabel, dem verrückten Huhn und Frankenstein Brotlust. Gut, wir haben viel Information gesammelt, auch von Nifbet. Oh, E-Mail, Tupacula. Schisser. Voll geplättet, ach du Scheiße. Mann, meine Preußen, habt deine Franken gestern Nacht bei Eurokraft ja 1A geplättet. Spielst du heute? Ach so, das Mädel, das in Naturwissenschaften neben mir sitzt, hat heute mit mir geredet. Die ist total heiß auf mich. Nein, du, deine Mutter. Deine Mutter. City Roof, okay. Psycho, deine Mutter. Was zum Thrill Ho. Was soll der Scheiß, Topalkula? Ich hab gesagt, gib mir Deckung. Nicht verrecke elendig. Nochmal sowas und du bist raus aus dem Clan. Hab gerade das neue Was Troika-Spiel angeschaut. Wenn du den Code hackst, kannst du den Clan Chocula freischalten. Oh Gott. Bin jetzt schon fertig mit dieser Sprache hier. Okay, das war's anscheinend. So. Puh. Gut, momentan keine Aufträge. Bis er bald ihre E-Mails ab. Ja, habe ich ja gemacht. Jetzt sag mal bitte nicht, dass da ein Bug ist, dass ich die Quest nicht machen kann. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir noch im S-Pole rein. Und danach besuchen wir endlich mal Isaac Abrams. Elysium. Oh, 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 das sieht nicht gut aus. Nochmal eine Armbanduhr. Ah. What the hell happened to your... You? Ugh. Ist vielleicht erschreckend, aber wenn du die Augen zu machst, erinnerst du dich an dieses Gesicht. Maybe you're familiar with my work. The crowd shot in that commercial for friggin' chicken. Background zombie and zombie Montessori. I'm telling you, any day, boom, I'm big. So, weil hier stehen Vampirjäger rum. Und Sie sind? I just might. Sicher. Und wer sind Sie? Why don't you ask everyone else in the world? They'd know. Ach man, reden Sie schon. Ash, there. Go tell your friends so they don't bug me. Schön, Sie kennenzulernen. Yeah, I bet. Was ist Ihr Problem? Sun's gone down. Und? Never mind. Ich mag ihre Art auch nicht. Me neither. Hören Sie, ich will Ihnen nicht wehtun, aber wenn Sie so weitermachen, tue ich's doch. What's the catch? Stimmt was nicht? To say yes would be an understatement. I wouldn't care anyway. I could just do it. Just walk out of here and ignore it. Maybe I will, maybe I don't. What's the difference? Wovon reden Sie da? You didn't see them? Wen gesehen? Hunters in front, back, inside my club. I try to leave, they'll move on. So I had to ask myself, if I go out, am I prepared to die? How many could I take out before the killing stroke, huh? Two? Three. I could just walk out there, right now, blaze of glory, the end.
And you know what? Knowing that, it doesn't bother me. And I guess the only reason I haven't walked out yet is because I'm trying to figure out why it doesn't bother me. Vielleicht kann ich Ihnen helfen. Wait, did Isaac send you? Wer ist Isaac? Isaac's a horrible retrieved after 3 weeks around the city years ago. He's a relic of an age long since passed. He thinks he gave me everything I have. No, he gave me. It's a curse. Sie mögen Isaac nicht? That story would take too long to tell. Suffice it to say, we haven't seen eye to eye on too many things lately. It's pissed Isaac off too much. Zum Beispiel? He kept saying I should keep a low profile. He kept saying I was attracting too much attention to myself. Was ist denn dagegen einzuwenden? I can't sit in an office all day and play Hollywood from the shadows. That's Isaac's thing. I'm an actor. I was an actor. I don't have anything anymore except this club and some fame and this curse. Sie sind nicht gern. Sie wissen schon, was? I didn't ask this. I didn't ask Isaac to save my life. Maybe I wanted to. I was having fun, dammit. I was alive. Who the hell gave him the right to deny me that? I can't act anymore. I can't love anymore. All I can do is aid him to escape. Vielleicht kann ich Ihnen helfen. Did Isaac send you? Nein. What the hell would be your motivation to help me? Wenn ich Menschen helfen kann, mache ich das auch. Und sie brauchen Hilfe. And what do you propose we do? Sie könnten die Klamotten mit wem anders aus diesem Club wechseln, der so wie sie aussieht. Did you get that idea from the sitcom? Whatever. Look around the club. Maybe you'll get lucky. Ich komme wieder, wenn ich jemanden gefunden habe. Das ist die einfachste Methode. Man braucht halt genügend Überredenskunst. Und die Musik ist verdammt laut von Tiamat. Tiamat Kane. Weil hier hinten sind nämlich eigentlich, wie heißt's? Vampirjäger. Dort vorne. Und Ash kann halt nirgends hingehen. Und, ja. Das ist die einfachste Methode. Die andere Methode wäre, Ash beschützen. Und glaubt mir, das ist echt nervig. Ich bin von... Ich bin von dieser neuen Spielshow. Wir geben Leuten Geld, wenn sie verrückte Sachen machen. Cash? What do I have to do? Wechsel einfach die Sachen mit einem unserer prominenten Kandidaten. Sure, I can do that. I thought you were going to make me eat a tarantula or stick a worm up my nose. Geh in die Toilette und tausch die Sachen mit unserem prominenten Ash. Er wird dich entlohnen. Oh, der labert einfach und die Musik ist einfach nur unglaublich laut. Ja, yeah, geh in die Herrentoilette. Wechseln Sie mit dem Typen da drin die Klamotten. Ich werde es weißer ausgeben. Oh, und jetzt auch noch Lacuna Coil. Mm, das Lied ist super. Swarmed. Geholfen, den Jägern zu entkommen. Auftragsbuch aktualisiert und Auftrag erfüllt. Okay, normalerweise sieht man genau das. Das ist ja kein Vampir. Haha. Und jetzt raus hier. Bevor bloß die GEMA wieder auf den Plan gerufen wird. Und falls ja, dann weiß ich schon mal eine gute E-Mail-Adresse, wo ich mich voll beschweren kann. Aber so richtig fett beschweren kann. So, wir haben 5 Erfahrungspunkte.
Wird ja fast auf einschüchtern, aber ich denke mal, ich spare für Computer, Nachforschung, Schusswaffe vielleicht. Oder eher für Heimlichkeit. Warte mal. So, schon besser. Heimlichkeit geht schleichend nur ein Stückchen hoch. Schusswaffe auf 5. Wahrnehmung kostet 8. Fernkampf und Sinneswahrnehmung. Charisma, Falschen. Das wäre auch nicht schlecht. Oder Körperkraft. Gut, stimmt. Ja, jetzt wollte ich eigentlich zu Isaac Abrams gehen. Und das machen wir jetzt auch. Da gehen wir auch noch später hin. Und da haben wir ihn, Isaac Abrams. Good evening, Neonate. Isaac Abrams. I've been expecting you. Seems the wooden soldiers of the Camarilla shuffle in a little too often these nights. That baby-faced two-bit Prince LaCroix got something to say to me? Das müssen Sie mir sagen. Einer Ihrer Affen hat mich zu Ihnen geschickt. Very courteous of you to stop by. All kindred that enter my domain are expected to introduce themselves. It may seem like an outdated formality, but it serves its purpose. Ja, das ist normalerweise... das ist normalerweise das A und O daran bei im Vampire die Maskerade Redemption und Bloodlines. Betritt man eine Domäne eines anderen, stellt man sich zuerst dem Ältesten und dann dem Ahnen vor. Und welchem Zweck mag das sein? It gives me the opportunity to personally welcome visitors to my domain. It also helps to establish an understanding in advance, so that there are no unfortunate accidents while they are in town. Und welche Art von Missverständnis gibt es zwischen uns auszuräumen? Call me old-fashioned, but this is my barony, and as is tradition, a token of respect must be paid. Ich verstehe. Was wollen Sie? Was also wollen Sie? What I want is a simple exchange. Last week I paid for a certain item, a movie, and this evening I got an email saying that the seller is ready to deliver it. Unfortunately, he's become a bit paranoid all of a sudden. Won't meet me in person, won't drop it off, won't even answer his phone. Says he'll send the location of the pickup to a computer in the nearby internet cafe tonight. You see where I'm going with this? Sie wollen, dass ich den Film hole. Das verstehe sogar ich. Go to the Ground Zero Internet Cafe. Look for a directory named Joseph K. and use the password Kafka. There'll be an email in there that will specify a nearby location. Meet the contact, pick up the item, come back. Not too painful, right? Ich mach's, aber ich habe erst noch Fragen. There'll be plenty of time for questions later. I'll explain everything when you get back. Besser ist das, Paketdienstleister. So was habe ich noch nie gemacht. Ich bin fort. Excellent. In the meantime, consider yourself a welcome guest in my barony. Welcome to Hollywood. Danke. Ja, Isaac ist eigentlich gar nicht mal so übel. Aber in Hollywood wimmelt es einfach von Toreador. Also Isaac Abrams ist ein Toreador, Ash Rivers ist ein Toreador. Falls man es noch nicht von der Art bemerkt haben sollte. Oh, oh. Und Vivi Velvet Velour. Ganz offensichtlich Toreador. Und bevor jetzt hier die Aufschrei kommt, aber es können doch nur purer Anarchen sein. Nein, jeder kann den Anarchenbewegung beitreten. Auch sogar ein Vantru. So, Joseph K., der war doch hier. E-Mail. Kein Betreff. Fahr in der Bobcom. Trifft mich in der Gasse hinter dem Fastback. Alles klar. Sie sollen Isaacs Kontakt in der Gasse hinter dem Fastback treffen, um für Isaac etwas abzuholen. Was? Todsichere Lieferung.
Ja, wortwörtlich stimmt das. Das ist wirklich todsicher, was wir machen müssen. War das hier? Ja, das war hier. Und da hinten ist der Bug. Also fast Bug. Ah, ich glaube, da wir Nosferatu spielen, lösen wir jetzt leider etwas Bösartiges aus. Ja? What do you want? Oder auch nicht. Bist du der Typ mit dem Band? Isaac schickt mich. Ja? I mean, what? Who the hell is Isaac? I don't know anyone named Isaac. Get lost, pal. Ach, komm schon, ich weiß von dem Band. Gib es mir einfach, dann kannst du gehen. Tape? What tape? I don't know what the hell you're talking about. I'm getting the hell out of here. Gut, dann richte ich Isaac aus, dass du ihn mir nicht geben willst, was ihm gehört. Alright. Sorry. It's just that... I mean, something is... I just want out of this whole thing. I don't want anything to do with that damn tape. Warum? Was ist denn los? I don't know. I mean, when it comes to video, I've seen everything. And I do mean everything. But this thing, it's sick. It can't be real, but it is. I know it. It's real and it scares the hell out of me. Boah, ein Snufffilm. Tatsächlich? So schlimm? Oh, you have no idea. It's disgusting. That girl... The things that are happening to her. It just ain't right, man. It just ain't right. No. Something's wrong. Something's after me. I swear to God, something's after me. Was? Wovon redest du da? Every place I go, wherever I look, I see things. In the shadows. My phone rings. I hear something breathing on the other end and... Shit. I'm out, man. I'm out of this whole thing. Schon gut, schon gut. Gib mir einfach das Band. I don't have it. I stashed it someplace. Look, you need to find Ginger Swans. Huh? What the hell was that? Shit. Did you see that? I'm getting the fuck out of here. What the... Oh, Christ! Oh. Oh! Und ein abgetrennter Arm. Und keine Spur mehr von dem Missetäter. Sie haben Isaacs Kurier getroffen, der ein wenig verängstigt war. Er hat ihnen gesagt, er habe das Video sicher versteckt, aber ihr einziger Hinweis sind die Worte Ginger Swans. Todsichere Lieferung immer noch, okay. 7 Erfahrungspunkte schon? Heimlichkeit oder Schusswaffen? Nachforschungen oder Computer? Oder soll ich sparen auf Charisma? Verführen ist und bleibt 0. Oder ich könnte auf Ausweichen gehen. Oder ich investiere meinen Punkt in eine Disziplin. Also 10 Punkte davon zumindest. Leck mich! Falscher Ausgang. Ich bin quasi da raus. Was? Ah, verstehe. Bin falsch abgebogen. Oh, ich hasse Hollywood. Da verirrt man sich hier in der Kanalisation. Die Tür ist immer noch abgeschlossen. Und da können wir auch gar nicht rein.